Und damit rufe ich, wie eingangs gesagt, als erstes den Tagesordnungspunkt 8 auf. Antrag Busse für Butscha, Dresden hilft der ukrainischen Stadt Butscha im Oblast Kiew. Hier würde ich zunächst unserer Gastrednerin das Wort geben, dann dem Einreicher zum Einbringen des Antrages. Liegt ein Ergänzungsantrag von den Dissidenten vor. Und in der Fraktionsrunde beginnen wir mit Bündnis 90 Die Grünen, sodass Sie sich ein bisschen schon alle miteinander auf den Ablauf einstimmen können. Jetzt, liebe Frau Morozova, darf ich Sie bitten an unser Mikrofon und wir sind gespannt auf Ihren Redebeitrag. Шановні пані та панове, високоповажні депутати міста Дрезден, шановні мер столиці землі Дрезден, пан Дірк Гельберт. Sehr geehrte Damen und Herren, geehrte Stadträtinnen und Stadträte, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Herr Dirk Gilbert. Я щиро вдячна вам за можливість бути присутньою тут та за можливість виступити перед вами. Ich bin Ihnen aufrichtig dankbar für die Gelegenheit, diese Sitzung beiwohnen zu dürfen und für die Gelegenheit, zu Ihnen zu sprechen. Передаю вам вітання від мера міста Буча Анатолія Федорука. Ich überbringe Ihnen herzlichen Gruß des Bürgermeisters von Буча Анатолій Федорук. Я є представником української громади з міста Буча. Вже вдруге я вимушена покинула свою домівку. Вперше це сталося у 2014 році, коли я виїхала з мого рідного Донецька. Ich bin eine Vertreterin der ukrainischen Gemeinde aus der Stadt Bucha. Bereits zum zweiten Mal musste ich mein Zuhause verlassen. Dies geschah zum ersten Mal im Jahre 2014, als ich meine Heimatstadt Donetsk verlassen musste. Це один із мільярдів осколків, які розлетілися по Київській області, руйнуючи життя та будинки, садочки та школи, лікарні та релігійні заклади. Це неможливо уявити у сучасному та мирному місці Європи, що відбувається зараз. Hier sehen Sie ein Splitter, eins von Milliarden Splitter, Granatensplitter, die über die Region Kiew flogen und über die ganze Ukraine und das Leben und die Häuser und die Schulen und Kindergärten und Krankenhäuser und religiöse Stätten, Versorgungseinrichtungen und Transportmittel zerstörten. So etwas ist in einer friedlichen und in einer modernen Stadt in Europa eigentlich unvorstellbar, was dort abgelaufen ist. Ці осколки пошкодили не тільки життя наших громадян, але й інфраструктуру, комунальну техніку, транспорт та багато іншого, що нам потребує зараз відновлення. Diese Splitter zerstörten nicht nur noch das Leben oder das Leben und die Schicksale der Ukrainer, sondern auch kommunale Einrichtung, Versorgung, all das, was die Menschen brauchen fürs Leben. Ми дуже вдячні Федеративній Республіці Німеччина та вільній землі Саксонія за практичну допомогу нашій країні. Wir sind der Bundesrepublik Deutschland und dem Freistaat Sachsen sehr dankbar für die praktische Hilfe für unser Land. Також хочу висловити слова вдячності місту Дрезден від цієї бучанської громади. Ich möchte auch der Stadt Dresden meinen großen Dank aussprechen im Namen der Bucha-Gemeinde. Ми знаємо, що Дрезден – одне із міст Німеччини та Європи, яке досягає надзвичайних речей, особливо у сфері допомоги нашим біженцям. Wir wissen das, dass Dresden zu den Städten in Deutschland und Europa gehört, die insbesondere im Bereich der Flüchtlingshilfe Außerordentliches leistet. Можливість виступити тут перед вами – це вже велика підтримка для нас. Auch die Möglichkeit hier vor Ihnen oder zu Ihnen zu sprechen, ist bereits eine sehr große Unterstützung für uns. Ми також знаємо, що місто Дрезден найкраще
може зрозуміти руйнування, наслідки руйнування, викликане війнами та опит та зусилля у відбудові. Auch wissen wir, dass die Stadt Dresden die Zerstörung durch die Kriege und die Mühen des Wiederaufbaus am besten nachvollziehen kann. Ми були б дуже раді, якби сьогоднішній день міг стати початком регулярному обміну, співпраці та дружби між Дрезденом та Бучею. І якби ми могли розраховувати на ваш досвід, ваше розуміння та ту чи іншу підтримку, співпрацю у відновленні міста Буча. Ich würde mich sehr freuen, wenn der heutige Tag der Beginn eines regelmäßigen Austauschs, einer Zusammenarbeit und einer Freundschaft zwischen Dresden und Bucha sein könnte. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir auf Ihre Erfahrungen, Ihr Verständnis und die eine oder andere Unterstützung und Kooperation beim Wiederaufbau meiner Heimatstadt Bucha zählen könnten. Ми хочемо якомога швидше відновити наші міста, щоб люди мали можливість повернутися до мирного життя додому, щоб наші діти могли розпочати у школах новий навчальний рік, щоб відчути себе в безпечному та комфортному середовищі. Wir wollen unsere Städte so schnell wie möglich wieder aufbauen, damit die Menschen nach Hause zurückkehren können, damit unsere Kinder das neue Schuljahr sicher beginnen können. Нам дуже важлива зараз ваша підтримка та ще необхідно прикласти багато спільних зусиль для відновлення наших громад. Ihre Unterstützung ist uns gerade jetzt sehr wichtig und wir müssen noch viele gemeinsame Anstrengungen unternehmen, um unsere Gemeinden wieder aufzubauen. Пасажирські автобуси стали для нас великою допомогою у відновленні транспортного сполучення у громаді. Швидка допомога сьогодні дуже важлива для нас. Diese Passagierbusse, die sind eine sehr, sehr große Hilfe und Unterstützung für uns, für den Wiederaufbau unserer Gemeinde. Und die schnelle Hilfe ist sehr wichtig zum heutigen Zeitpunkt für uns. Ми віримо в наше майбутнє, впевнені, що все ми відбудуємо, все відновимо та повернемось додому до мирного життя. Wir glauben an unsere Zukunft. Wir sind zuversichtlich, dass wir alles wieder aufbauen werden und dass wir alles wiederherstellen und alle zu einem friedlichen Leben nach Hause zurückkehren werden. Дякую за вашу увагу та за вашу підтримку. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Unterstützung. Ja, vielen Dank nochmal, Frau Morozova, für den kurzen Beitrag und uns da ein bisschen in das Leid der Menschen in Bucha mitzunehmen. Sie haben auch im Vorgespräch gesagt, und ich fand das schon sehr eindrücklich, dass im Moment in der Stadt Bucha ungefähr nur ein Sechstel der sonstigen Anzahl von Einwohnern leben, weil die Häuser zerstört sind, weil sie eben flüchten mussten. Und jetzt eben eine große Aufgabe ist, die Infrastrukturen wieder aufzubauen, die Häuser aufzubauen, aber auch die Versorgung aufzubauen, sodass die Menschen in ihre Heimat wieder zurückkehren können. Ich glaube, das ist eindrücklich und Sie können sicher sein und können auch mitnehmen in die Heimat, dass die Dresdnerinnen und Dresdner sich mit aller Kraft einmal für Frieden engagieren und zum Zweiten aber auch für Solidarität, für Hilfe, das, was uns Menschen möglich ist. Jetzt darf ich bitten, Herrn Zastro, mit der Einbringung des Antrages. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, liebe Aleftina Morozova, lieber Vasil Rath, Dorohi Drusi Laskova Brajimo do Dresdena. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich freue mich auch, dass Stefan Schandera heute unter uns ist. Das ist der Initiator und Gründer und eigentlich der Urheber auch dieser Idee, nämlich des Hilfsprojektes Busse voller Hoffnung. Ich glaube, niemanden haben die Bilder aus Bucha kalt gelassen. Diese Bilder und die Stadt Bucha stehen für das furchtbare Leid, was den Menschen dort infolge der russischen Aggression zuteil wurde.
Es entzieht sich, glaube ich, unser aller Vorstellungskraft, solche Bilder zu sehen, zu erleben, dass es mitten in Europa, in diesem modernen Europa im 21. Jahrhundert, quasi in unserer Nachbarschaft wieder Krieg gibt. Ich persönlich hätte das mir nie vorstellen können. Meine Jugend ist sehr stark geprägt von den Erlebnissen, auch weil Stefan Schandera und ich damals bereits einen großen Hilfstransport auf die Beine gestellt haben, von den Jugoslawienkriegen. Erst Bosnien, dann der Kosovo-Krieg, und ich hätte mir wirklich nicht vorstellen können, dass das mal ganz ähnlich wieder passiert. Aber offensichtlich sind die Menschen oder verantwortliche Politiker, die das ja auf dem Rücken der Menschen, ihrer eigenen Völker tun, eben noch nicht so weit. Und das, was wir in Bucha gesehen haben, was wir in der gesamten Ukraine sehen, zeigt, wie fragil der Frieden dann doch in unserer modernen Welt am Ende ist und wie schnell es geht, dass jemand mit Methoden, die wir noch aus der Vergangenheit dachten zu kennen, doch wieder was vom Zaun bricht. Umso wichtiger ist es, für den Frieden zu kämpfen und auch daran zu denken, dass der Frieden verteidigt sein muss. Ich glaube, das ist eine Lehre aus dem, was dort passiert. Der russische Angriffskrieg hat aber auch etwas anderes ausgelöst, was vielleicht so ein bisschen Mut macht, nämlich eine unglaubliche Solidarität. Quasi die gesamte Welt, nicht alle, aber fast die gesamte fortschrittliche Welt, steht an der Seite eines Landes und überall wird darum gerungen, wie man helfen kann, was man tun kann. Das ist auch nicht leicht, das ist gerade für demokratische Gesellschaften wie die westliche Welt natürlich schwierig. Ich glaube, da muss man auch Verständnis dafür haben, dass solche Prozesse Zeit brauchen, doch länger dauern. Aber diese enorme Solidarität, die einem Land zu Recht zuteil wird, ist, glaube ich, auch was Einmaliges. Auch das gab es bei früheren Konflikten nicht. Ich möchte an die Jugoslawienkriege erinnern, wie lange man dort zugesehen hat. Eine erschreckend lange Zeit hat man die Situation dort aus meiner Erinnerung doch sich selbst überlassen. Ich glaube, das ist jetzt an dieser Stelle anders. Und überall versucht man zu helfen, und das gilt ganz besonders für Deutschland, das gilt für Sachsen und das gilt aber, finde ich, in herausragender Weise auch für unsere Heimatstadt, für Dresden. Sie wissen das, Dresden hat nach Berlin und mittlerweile Leipzig die meisten Flüchtlinge aufgenommen. Über 8.300 sind es im Moment, und was ich so faszinierend finde, die allermeisten sind ja privat untergekommen. Nämlich über 80% sind in Familien untergekommen, durch privates Engagement untergekommen. Frau Fiesiene, andere hier aus dem Saal, Jens und so, kümmern sich persönlich. Und das finde ich ein ganz hervorragendes Zeichen, was ganz Besonderes. Und deswegen ein ganz großes Dankeschön an all die Menschen, die genau das getan haben und weiter tun. Und unser Dank und Respekt sollte auch den vielen Hilfsorganisationen gelten. Es gibt einige wie Busse voller Hoffnung, von denen wir noch gar nicht so viel gehört haben, weil sie noch nicht so viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben. Aber es gibt andere kleine Initiativen. Es gibt natürlich die großen, Markus Weinberg, wenn ich dran denke, was der wieder auf die Beine stellt mit Mission Lifeline, Arche Noah, die Diakonie, Caritas, ganz, ganz viele, die hier aktiv sind. Von allen hört man ja gar nichts, aber das ist ein ganz, ganz unglaublich starkes Zeichen bürgerschaftlichen Engagements, auf das wir stolz sein können als Stadt Dresden, dass wir das hier bei uns haben. Und das hier bei uns zu erleben, tut uns allen, glaube ich, richtig gut. Deswegen großes Dankeschön an alle diese Organisationen, an jeden, der was tut im Moment. Und eben Busse voller Hoffnung. Über diese Aktion ist der Kontakt nach Bucha entstanden. Über diese Aktion ist das Schreiben des Bürgermeisters von Bucha an unseren Bürgermeister Dirk Hilbert gekommen. Über diese Aktion ist die Idee entstanden, etwas, was könnten wir vielleicht als Dresden auch konkret tun. Und als Aufsichtsrat der Dresdner Verkehrsbetriebe, andere im Raum teilen ja mit mir dieses wunderbare Erlebnis, dort zu sein, ist ja momentan ein bisschen schwierig, aber da gibt es was Positives. Kriegt man ja manchmal mit, dass die DVB sich auch von Fahrzeugen trennen. Und genau das war jetzt glücklicherweise nach der Anfrage der Fall. Es gibt tatsächlich im Fuhrpark der Dresdner Verkehrsbetriebe drei altgediente,
aber noch ziemlich fitte, wie ich mich erst heute noch mal überzeugen konnte, und wirklich gut aussehende Fahrzeuge, die tatsächlich geeignet sind für den Einsatz in der Stadt Bucha. Mit dem heutigen Antrag wollen wir erreichen, dass diese Busse von der Stadt Dresden erworben werden, dass sie trotzdem auch hergerichtet werden. Da muss bei dem einen noch mal eine Bremse neu gemacht werden, Batterien müssen neu rein, es gibt ein bisschen was. Die Mechaniker der Dresdner Verkehrsbetriebe, vor allem vom Busbetriebshof in Gruna, schauen schon mit den Füßen, sind bereit, das sehr schnell zu machen, auch die Hauptuntersuchung noch mal zu machen. Es gibt Fahrer, die bereit sind, die Busse an die ukrainische Grenze zu bringen, und das kurzfristig sehr schnell innerhalb der nächsten 14 Tage, wenn das auch mit der Bürokratie und dem Zoll alles klappt. Die stehen bereit, und ich glaube, das ist eine ganz tolle Sache, wenn wir das heute auf den Weg bringen und wenn Sie der Initiative zustimmen. Es ist nichts Großes, das muss man sagen. Wir bauen damit ganz gewiss nicht diese geschundene Region auf, aber es ist eine Geste der Solidarität und vielleicht so ein Anfang für noch ein bisschen mehr, wie Alef Tina vorhin das gesagt hat, für ein bisschen mehr, wo wir unsere Solidarität zeigen können. Deswegen bitte ich Sie herzlich um die Unterstützung für den Antrag der FDP. Den Antrag, Ergänzungsantrag der Dissidenten, den finden wir sehr gut. Das ist klar eine gute Idee, die Busse auch voll zu packen. Die müssen da nicht leer hinfahren. Da gibt es auch schon die ein oder andere Anfrage, die inzwischen angekommen ist. Und ja, über die Partnerschaft nachzudenken, das spricht uns wirklich aus dem Herzen. So weit wollten wir noch gar nicht gehen. Aber ganz selbstverständlich kriegt auch dieser Antrag unsere Zustimmung. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dann Herr Dr. Schulte-Wissermann, indem er den Ergänzungsantrag einbringt, und dann Frau Filos-Jehne in Start in die Fraktionsrunde. Sehr geehrte Frau Morozova, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen draußen an den Datenendgeräten. Was heute hier aus dem Stadtrat kommt, ist hoffentlich ein breites, ein überzeugtes Zeichen der Hoffnung, der Solidarität und auch der Stärke und der Lebendigkeit der Zivilgesellschaft. Ich danke der FDP für den Antrag, und Herr Zastrow hat es ja schon skizziert. Ich möchte nur kurz ausführen, was unser Ergänzungsantrag zum Wesen hat. Das ist zum einen der eine Punkt, dass wenn da schon drei Busse hinfahren, dann müssen die ja nicht Luft transportieren, die können ja Sachen mitnehmen. Und es gibt ja eine große Hilfsbereitschaft in Dresden. Also es geht nicht darum, dass wir als Dresden was kaufen und in die Busse tun. Es geht darum, dass wir die Hilfsbereitschaft, die in Dresden ist, dass wir die mit den Bussen transportieren nach Bucha in die Ukraine. Und der zweite Punkt unseres Ergänzungsantrags ist, dass wenn wir jetzt schon über 8000 Menschen aus der Ukraine hier in Dresden haben, wenn wir das auch, sage ich mal, sehr gerne tun, gerne im Sinne von, dass wir gerne helfen, und sich natürlich dann Bindungen bilden, sich natürlich, man sich überlegt, wie die Zukunft sein soll, dass wir dann daraus auch etwas Festeres machen. Das muss nicht jetzt eine Städtepartnerschaft sein, das kann eine sein, aber es sollte eine Partnerschaft sein. Und so wie unser Antrag formuliert ist, so wie wir uns das vorstellen, ist es nicht gedacht, dass wir top-down, dass wir jetzt sagen, wir suchen uns eine Stadt aus, sondern es geht darum, zusammen mit der ukrainischen Community zu überlegen, welche Art der längerfristigen Partnerschaft man will, ob man das mit mehreren Regionen will, ob man das mit Bucha will, ob was also geht. Es ist hier ein Bottoms-up-Ansatz in einem sehr schönen Antrag gegossen, und so hoffe ich, dass wir jetzt ein starkes Zeichen für Hoffnung, für Solidarität und für eine lebendige und starke Zivilgesellschaft leisten können. Dankeschön. Und damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt Bündnis 90 Die Grünen. Frau Filos-Jehne, bitte. Ja, auch von mir, sehr geehrte Frau Morozova, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Stream.
Ich bin ja oft mit meiner Wahlheimat Dresden nicht so im Reinen und auch schon gar nicht mit diesem Stadtrat. Aber ich muss sagen, das ist mal ein Antrag, wo ich dann auch sehe, wie man sich doch auf ganz wesentlichen Basiswerten wiederfindet. Und diese Basiswerte sind diese Solidarität und auch ich danke Ihnen ausdrücklich für den Antrag. Ich sage mal, wir hätten den von Anfang an gleich interfraktionell machen können, aber ist jetzt egal, wie es gelaufen ist. Es zeichnet sich ja jetzt ganz breiter interfraktionelle oder ganz breite interfraktionelle Zustimmung ab. Und auch mit meiner Wahlheimat Dresden muss ich sagen, die gelebte Solidarität, die man hier jetzt wirklich seit einem Vierteljahr eigentlich an allen Stellen sehen kann. Alle arbeiten irgendwie Hand in Hand und das ist auch etwas, was mich persönlich sehr berührt. Herr Sastro hat es schon gesagt, seit dem 7. März haben auch mein Mann und ich ein ukrainisches Ehepaar bei uns wohnen und ich kann sagen, mittlerweile sind es wirklich Freunde geworden und die haben uns schon x-mal eingeladen, dass wenn der Krieg mal zu Ende ist, sollen wir unbedingt nach Kiew kommen und sie wollen uns dann zu sich in ihr Haus einladen und ich hoffe wirklich sehr, dass dieser Krieg bald zu Ende ist und wir haben jetzt ja gerade Oberbürgermeisterwahlkampf in dieser Stadt und da muss ich jetzt doch sagen, bei der breiten Solidarität, die ich gerade geschildert habe, die auch schon geschildert wurde, es gibt aber, das muss man an der Stelle schon auch sagen, in Sachsen und auch in Dresden doch nicht wenige, das merken wir, wenn wir die Wahlkampfstände machen, die das unverständlich finden, dass die Ukraine mit Waffen unterstützt wird. Und da werden wir als Grüne immer ganz besonders angegangen, so nach dem Motto, ihr seid die Kriegstreiber und ihr habt doch immer was ganz anderes gesagt. Erstens mal war es schon beim Kosovo anders, muss man sagen, hat damals die Grünen auch für eine große Zerreißprobe gestellt. Diesmal ist es, glaube ich, keine Zerreißprobe, sondern da eine ziemliche Geschlossenheit. Und man muss einfach sagen, wenn ein völkerrechtswidriger Krieg in dieser Art und Weise Leid über ein Land bringt, ein Nachbarland, was kulturell auch ganz verwandt ist, also nicht, dass das andere besser wäre, aber also noch verstärkend gesagt, dann verdammt nochmal muss man diesem Land dabei helfen, sich zu verteidigen. Das möchte ich an dieser Stelle extra auch nochmal sagen. Und und deswegen, jetzt geht es ja auch erstmal darum, diesen Frieden in der Ukraine wieder zu schaffen. Und der muss, Herr Sastro hat es auch schon gesagt, erkämpft werden. Also die Aktion, um die es jetzt heute geht, da kann man sagen, unsere volle Zustimmung, da musste in der Fraktion überhaupt niemand auch nur eine Sekunde drüber nachdenken. Auch den Dissidentenantrag werden wir selbstverständlich unterstützen. Ich möchte noch eine, ja, das ist in dem Fall Plattform, mit ins Spiel bringen, weil das, glaube ich, die Anliegen von allen Seiten ein bisschen noch mit untersetzen könnte. Es gibt eine Plattform, die ist vom Bürgermeister oder Oberbürgermeister von Sindelfingen ins Leben gerufen worden und wird vom Deutschen Städtetag unterstützt, vom Europäischen Rat der Gemeinden und Regionen, wo ich ja jetzt die Ehre habe, Mitglied zu sein. Und diese Seite heißt Cities for Cities, also mit diesem 4 in der Mitte, Cities for Cities, und ist eine Plattform, ich habe hier mal so einen Screenshot gemacht, wo unmittelbar Gemeinden in der Ukraine schreiben, was sie unmittelbar gerade brauchen und wo sie sich Hilfe vorstellen könnten. Und umgekehrt, da drehe ich mich schon um zur Verwaltung, kann auch die Verwaltung sagen, wir haben hier eigentlich eine Idee, hier könnte man auch jemandem helfen und kann als Kommune
auch was reinstellen in diese Plattform und sagen, auf die Art und Weise können wir unterstützend tätig sein. Und ich mache ausdrücklich Werbung dafür, dass sich die Stadtverwaltung dort registriert. Also ich als Stadträtin habe mich dort registriert, aber ich bin ja nur eine von 70 und kann hier nicht alleine entscheiden, in welche Richtung wir helfen. Aber auch das sollten wir dann in den Gremien, die wir jetzt vielleicht, oder Arbeitsgruppen, wo es darum geht, wie kann so eine Partnerschaft aussehen, mit berücksichtigen. Und ich würde mich auch da freuen, wenn wir da mit der Verwaltung und untereinander eng zusammenarbeiten könnten. Vielen Dank. Wird AfD das Wort gewünscht? Ja. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Dresdner Bürger. Die AfD-Stadtratsfraktion unterstützt das Anliegen, gebrauchte DVB-Busse für die ukrainische Stadt Bucha zur Verfügung zu stellen. Wenn wir als Dresdner Stadtrat einen kleinen Teil zur Verbesserung der Lebenssituation der Menschen vor Ort und zum Wiederaufbau beitragen können, dann sollten wir das auch tun. Fakt ist, die Menschen in der Ukraine benötigen ebenso, wenn nicht sogar noch viel dringender, unsere Hilfe wie diejenigen, die vor dem Krieg zu uns geflohen sind. Leisten wir also diesen kleinen Beitrag. Denn unsere Solidarität und Anteilnahme gilt den ukrainischen Familien, die bisher viel Leid erdulden mussten. Unterstützen wir diejenigen, die unsere Hilfe dringend benötigen, und setzen wir uns dafür ein, dass dieser Krieg, der nun bereits 100 Tage andauert, schnell ein Ende findet. Vielen Dank. Als nächste Fraktion, Fraktion Die Linke, Herr Mattis. Sehr geehrte Frau Morozova, Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, selbstverständlich unterstützt auch die Linke sowohl den Antrag der FDP-Fraktion als auch den Ergänzungsantrag der Dissidentenfraktion. Wir bedanken uns ausdrücklich für diese gute Idee, die sehr unterstützenswert ist und sicher heute hier auch eine breite Mehrheit finden wird. Wenn wir an die Situation in der Ukraine denken, und das ist ja vor uns noch mal sehr eindrücklich auch geschildert worden, dann gehen mir persönlich drei Dinge durch den Kopf oder drei Dinge. Das erste ist, wir dürfen uns nicht an diesen Krieg gewöhnen. Und ich spüre, es gibt schon einen Gewöhnungseffekt, es ist der Krieg. Nein, er darf Dieser Krieg muss so schnell wie möglich enden. Das Sterben muss aufhören, das Leiden muss aufhören. Dieser Krieg muss so schnell wie möglich beendet werden. Das Zweite ist selbstverständlich, dass die Geltung des Völkerrechts und die Integrität der Ukraine wiederhergestellt werden müssen, ohne Wenn und Aber. Und das Dritte ist, dass wir natürlich eins tun können, uns solidarisch zeigen. Und da ist ja heute dieser Antrag ein kleiner Beitrag. Es gibt aus der Dresdner Zivilgesellschaft auch andere Beiträge. Es sind hier dankenswerterweise schon die Hilfsorganisationen Arche Nova, Mission Lifeline erwähnt worden, die Großes in der Flüchtlingshilfe leisten und nicht erst in diesem Krieg, sondern auch schon davor, aber eben auch in dieser Situation.
Und es darf natürlich nicht vergessen werden, die Dresdner Bevölkerung, vor allen Dingen diejenigen unter uns, die es möglich gemacht haben, bei sich zu Hause oder in Räumen, die ihnen zur Verfügung stehen, selber ukrainische Flüchtlinge aufzunehmen. All dies ist wichtig. Wie gesagt, das, was wir heute leisten, ist, das muss man sagen, ein sehr bescheidener Beitrag, trotz alledem, ne? Wir reden über einen Betrag von 25.000 Euro. Wir sollten uns auch nicht zu sehr dafür jetzt hier feiern, sondern es eher als Anlass nehmen, vielleicht an anderer Stelle auch noch mehr zu tun und in diesem Sinne dem Antrag und dem Änderungsantrag zustimmen. Vielen Dank. Als nächste Fraktion die SPD-Fraktion, Frau Mühlbach. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Dresdnerinnen, liebe Dresdner, Shanovna Pani Marozova. Um es gleich vorwegzunehmen, meine Fraktion wird dem vorliegenden Antrag und selbstverständlich auch dem Änderungsantrag zustimmen. Wie könnten wir auch das Hilfeersuchen einer Stadt und deren Einwohner ablehnen, die unter Putins Angriffskrieg so besonders schwer gelitten hat? Wie kann man überhaupt allen Ernstes ablehnen, Menschen zu helfen, die von Krieg und Not betroffen sind? Ich möchte an dieser Stelle daran erinnern, dass das in diesem Stadtrat schon passiert ist. Wir sind froh und glücklich, liebe Frau Marozova, dass wir Sie heute hier unter uns sehen können, auch wenn wir mit Ihnen trauern über den Verlust Ihrer Heimat und vieler Menschenleben. Wir haben die Bilder der vielen Toten gesehen. Liebe Dresdnerinnen und liebe Dresdner, an dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit nutzen, wie auch einige meiner Vorredner, und noch einmal sehr deutlich Danke sagen den Dresdnerinnen und Dresdnern, die seit Kriegsbeginn unentwegt Hilfe anbieten und Ukrainerinnen und Ukrainern helfen. Viele meiner privaten Freunde und Bekannten haben Frauen mit ihren Kindern und Großeltern in ihren Wohnungen aufgenommen. Über 7.000 Ukrainerinnen und Ukrainer haben so vorübergehend bei Privatpersonen eine neue Heimat gefunden. Auch das wurde schon gesagt. Ich möchte Dank sagen auch der Stadt Dresden. Fast 3.000 geflüchtete Kinder sind in Dresden bereits registriert. Im Höckendorfer Weg gibt es seit April eine Schule ausschließlich für ukrainische Kinder und viele Schulklassen mit ukrainischen Kindern sind in vielen anderen Schulen inzwischen eröffnet. Knapp 300 Kinder haben in Dresdner Kindertagesstätten einen Platz gefunden. Ich möchte auch Dank sagen den Dresdner Hochschulen. Fast 1.000 ukrainische Studierende haben hier schon eine Fortsetzung ihres Studiums angefragt. Sie nehmen an Sprachkursen teil, dürfen die Infrastruktur nutzen. Und ich möchte Dank sagen den Dresdner Kultureinrichtungen. Ob im Staatsschauspiel oder im Societätstheater, in der Philharmonie oder in der Semperoper, in der Musikhochschule, im Festspielhaus Hellerau, überall gab es Benefizkonzerte und Veranstaltungen. Und die Hilfsbereitschaft der Dresdnerinnen und Dresdner ist ungebrochen. Viele Hilfsangebote wurden hier jetzt schon erwähnt. Viele sind auf der Website Dresden Stands with Ukraine registriert und auch bei Facebook unter Dresden für Ukraine für alle sichtbar. Das, liebe Frau Marozova, soll die Botschaft aus dieser Debatte an Sie sein. Dresdnerinnen und Dresdner haben verstanden, wir helfen und wir werden das auch weiterhin tun. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen Stadträte, ja, es ist ein bescheidener Beitrag. Wenn wir als Stadtrat über die Unterstützung für die schwer getroffene Stadt Bucha sprechen, sollten wir nun wirklich über etwas mehr sprechen als über 3 Busse. Das kann doch höchstens ein Anfang sein. Deswegen werden wir auch dem Ergänzungsantrag zustimmen und ich könnte mir gut vorstellen, dass auch die Debatte über eine Städtepartnerschaft demnächst geführt werden sollte. Wir Dresdnerinnen und Dresdner, Sie haben das gesagt, Frau Marozova, wir wissen, wie Wiederaufbau geht. Wir haben ihn mit viel Hilfe aus Deutschland und der ganzen Welt vorangetrieben. Das wollen und das werden wir zurückgeben an das Land, das in Europa zurzeit am schwersten zu leiden hat. Wie können wir es also ablehnen, Bucha beim Wiederaufbau unter die Arme zu greifen? Sie, liebe Frau Marozova, können sich unserer Unterstützung, unseres Mitgefühls und unserer Solidarität sicher sein. Vielen Dank. Wird Dissidenten noch mal das Wort gewünscht? Nein. Dann Freie Wähler. Herr Hannig, bitte. Sehr geehrter Oberbürgermeister, werte Damen und Herren Kollegen, liebe Dresdner vor allem.
Ein Antrag, natürlich, der hier eingebracht wurde, den man nicht ablehnen kann. Logischerweise kann man das nicht. Wir sind nicht herzlos, wir helfen. Ich darf Ihnen, lieber Gast, versichern, auch in meinem Haus gibt es eine Familie. Privet, Irina, Isascha, Katawe, Pasnatriti, ich kann leider nur Russisch und kein Ukrainisch, die ich unterstütze. Trotzdem bin ich der Meinung, dieser Stadtrat muss sich auch Fragen stellen und nicht immer nur jubeln. Es stellen sich Fragen, was diesen Antrag angeht. Wer betreibt denn in der Stadt Buschta die Busse? In der Ukraine ist öffentlicher Personennahverkehr Staatsaufgabe. Das heißt, es gibt dort Staatsbetriebe, die die Busse betreiben. Vielleicht gibt es in Buschta auch Private, vielleicht gibt es auch einen Bürgermeister, der die Busse fahren will, das weiß ich nicht. Im Brief des Bürgermeisters der Stadt Buschta, die 36.000 Einwohner hatte, jetzt im Übrigen noch ein Sechstel, das sind also 6.000 Einwohner, steht, wir brauchen vor allem Baumaschinen, Traktoren, wir brauchen Bagger, wir brauchen Planierraupen, wir müssen unsere Stadt wieder aufbauen. Warum gerade Busse? Wie kommt der Bus dorthin? Wer kontrolliert, wo der Bus hinfährt? Wer sorgt dafür, dass die Busse dort auch ankommen? Das FDP-nahe Unternehmen, das diese Seite Busse für volle Hoffnung betreibt, transportiert Flüchtlinge. Ein Riesending. Herzlichen Dank, Herr Schandera, glaube ich, kenne Sie nicht, deswegen sage ich es mal so. Das ist eine Nummer. Jetzt Busse dorthin zu fahren, weiß ich nicht, ob Sie das können und wer es kontrolliert. Werden die Busse dort auf Bahnschienen hingefahren, in großen Zügen, in denen zwei Waggons vorher die dänischen Marderpanzer stehen und zwei Waggons dahinter die amerikanischen Patriot-Raketen, die jetzt geliefert werden, dann wird Putin sie abfangen. Das hat er gesagt, er wird Züge aus Europa abfangen, die Waren und Güter nach in die Ukraine bringen. Was bringt es also? Welche Hilfe brauchen unsere ukrainischen Mitmenschen und unsere Freunde denn tatsächlich dringend? Meine Gäste zum Beispiel haben das Problem gehabt, dass sie keinen Laptop hatten. Die Ukraine hat ein staatliches Bildungsprogramm, das tagtäglich Bildungsfernsehen und Bildungsangebote online ausstrahlt. Viele unserer ukrainischen Gäste hier haben keine Laptops. Könnte die Stadt nicht viel effizienter helfen, wenn man beispielsweise 1000 Laptops an die Schüler verteilt und denen dann eine Chipkarte reinsteckt, dass die WLAN-Zugang haben, als Busse rüberzubringen? Das bringt mich zu der Frage, Sie sind schon ungeduldig, aber das bringt mich zu der Frage, warum dann dieser Antrag? Warum so eilbedürftig? Ist es nicht vielleicht doch Wahlkampf? Und da überlege ich mir, wie dieser Wahlkampf in der Stadt bisher läuft. Und da, liebe Dresdnerinnen, Augen auf, alles gut, wir machen die Busse. Na klar kriegt ihr auch 3 Busse, ja? Das weiß ich. Aber trotzdem, wir sollten uns darüber im Klaren sein, was hier passiert. Da sitzen Leute auf ihren Wahlplakaten, popeln und schreiben drunter, ich bin stark. Oder gucken verträumt in den Himmel und sagen, ich bin empathisch. Wir haben Wahlplakate, die sind in pink gehalten, da steht ein Kandidat drauf mit einem riesigen Wort, das genau beschreibt, was er will. Macht. Wir haben Wahlplakate, die nichtssagend sind, die gegendert sind und noch dazu schlecht. Eine Kandidatin, leider ist sie heute nicht da, weil sie krank ist, schreibt halt letztendlich Bürgermeisterinnen, ja, wie viele wollen wir denn wählen? Schlecht gemachter Wahlkampf. Wissen Sie, wer einen guten Wahlkampf macht? Die FDP. Der Kandidat der FDP, der hier kein Kandidat der FDP ist, nutzt dieses Mittel, ja, um sich beliebt zu machen, um medienträchtig, publikumswirksam zu zeigen, ich habe Profis. Busse für Buschta, das ist eine Nummer, das kann man machen. Da kann man kurz vor dem Wahl, vor der Oberbürgermeisterwahl Busse übergeben, Schlüssel übergeben und so weiter. Peinlich, peinlich, sagen Sie, aber möglicherweise wahr. Ich an Ihrer Stelle, Herr Schollbach, und an Ihrer Stelle, Frau Jenichen, wenn Sie es hören, würde mich dafür nicht hergeben. Es ist Wahlkampf auf Kosten der Dresdner. Und ich finde, das ist peinlich. Ein solches Thema, ein Krieg mitten in Europa und unsere Solidarität für die Menschen dort, dafür zu benutzen, sich mit so einer billigen Nummer, mit 25.000 Euro für 3 alte Busse, wahlkampfträchtig in Dresden anzubiedern, deutschlandweit Bilder zu produzieren, das ist peinlich und das ist billig. Wenn diese Stadt helfen wollte, dann könnte sie es ganz anders und viel intensiver. Und dazu ist diese Stadt aufgefordert. Das, Entschuldigung, Herr Zastrow, ich respektiere immer sehr, was Sie machen. Das ist ein Schaufensterantrag, haben Sie schön zugespielt dem Oberbürgermeister. Und es ist mir egal, ob Sie jetzt sagen, ja, der Hannig wieder. Ich denke, es ist die Wahrheit und die Dresdner Bürger sollten das auch wissen. Und trotzdem, meinen Respekt an Ihr Volk, an Ihre Menschen, die dort kämpfen müssen. Und meinen Respekt an alle Dresdner, wie Sie es auch schon gesagt haben, die versuchen, hier zu helfen. Vielen Dank. Ich glaube, Herr Hannig, Sie haben sich selber disqualifiziert in dem Beitrag als Letzter in der Fraktionsrunde für die CDU-Fraktion, Herr Dr. Pautz.
Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, aber insbesondere Frau Kollegin Morozova, zunächst meinen und meiner Fraktion tiefsten Respekt und Hochachtung vor Ihrem Volk, vor Ihrer Stadt, den Willen und den Mut und die Tat zur Verteidigung Ihrer Freiheit, der Selbstbestimmungsrecht Ihres Volkes, das ist beispielgebend. Und da können wir uns alle nur verneigen. Es ist wirklich bemerkenswert, bewundernswert. Und auch im Namen aller derjenigen, die davon profitieren, und das sind wir. Herzlichen Dank, man muss schon fast sagen, für dieses Blutopfer, was Ihr Volk gerade für Frieden und Freiheit in dieser Welt gibt. Mein tief empfundenen Respekt. Das gegenüber diesen Taten, die Sie machen, gegenüber diesem Willen und diesem Mut, ist das, was wir machen können, natürlich nur eine kleine Geste. Die wollen wir aber gerne machen. Und selbstverständlich stimmen wir dem hervorragenden Antrag der FDP und dem hervorragenden Ergänzungsantrag der Dissidenten zu. Es ist völlig richtig, genauso machen wir es. Da kann es überhaupt keine zwei Meinungen geben. Und es ist natürlich auch der Dank an all diejenigen, die in diesen schweren Zeiten Hilfe leisten, mit Tat, mit Unterstützung, wie auch immer, auch von unserer Seite, von meiner Fraktion, herzlichen Dank dafür. Und wir werden auch das, soweit wir das können, unterstützen. Natürlich stimmen wir dem, wie schon gesagt, dem Antrag zu. Vielen Dank. Soweit die Fraktionsrunde. Wird darüber hinaus das Wort gewünscht? Das kann ich nicht sehen. Dann kommen wir zur Abstimmung. Ich darf zunächst den Ergänzungsantrag der Fraktion Dissidenten zur Abstimmung stellen. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Ja, ich glaube, wir brauchen ja nie zählen, ist die überwältigende Mehrheit ist damit ergänzt. Und wir würden jetzt über den so ergänzten Antrag die finale Abstimmung machen. Wer zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Und Zählung. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Keine. Dann ist es einstimmig mit 56 Ja-Stimmen so bestätigt. Frau Morozova, nehmen Sie ein klares Signal aus Dresden, aus dem Stadtrat mit. Wir stehen an Ihrer Seite. Wir gucken auch, dass wir unterstützen können im Wiederaufbau. Wir haben es vor uns auch angeschnitten mit den Erfahrungen, die wir gerade bei dem Thema Infrastrukturen haben. Und wir sind in tiefer Schuld, wie Sie für die Freiheit kämpfen.